Hallo und willkommen zurück bei FIFA Journey. Und ja, nach den wilden Gerüchten um uns mit Real Madrid sehen wir uns jetzt eigentlich im letzten Spiel laut Kalender. Und ja, nach dem Rückschlag gegen Burnley war es, glaube ich. Ja, müssen wir jetzt schauen, dass wir doch wenigstens das letzte Spiel gewinnen, was wir hier eventuell machen werden. Ich weiß ja nicht genau, wie es hier weitergeht. Wir schauen uns einfach mal die Social Medien an. Eventuell habe ich bald tolle Neuigkeiten, was meine Zukunft angeht. Augen auf, Danny Williams. So, da bin ich mal gespannt. Wirklich, Danny Williams will nach West Ham? Ja, Alex Hunter wurde heute nicht in Glanzform. Niederlage für West Ham. Tja, Alexander, muss neuerdings in Bestform kommen, sonst darf er auf der Bank Platz nehmen. Also, so schlechte Nachrichten hat es bis jetzt noch nicht gegeben von den Fans, wie erwartet. Aber wir schauen mal, was jetzt kommt. Erstmal Training. Ich hoffe, dass mit Real klappt. So, und es geht hier nicht drunter und drüber. Komm schon, fangen wir an. Pässe, der Trainer will am Wochenende bessere Passquoten sehen. Oh Mann, ich will aber eigentlich nicht den Real auf der Bank. Hoffentlich klappt das und wir können da auch spielen. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Oh, wir haben einen richtig guten Pass gespielt. Oh. Gar nicht schlecht, Herr Specht, hä? Naja. Ich hätte besser mein Maul gehalten. Ja, das war klar. Exzellent. Einwandfrei. So wünsche ich mir das. Und jetzt? Ich hasse Ballabfang. Nur mal schon so vorne rein. Es gibt, glaube ich... Ah gut, wir sind ja die passen, dann geht das noch. In der Mitte die sind eigentlich immer die schlimmsten. Hier machen wir noch verhältnismäßig richtig gut. Naja, fast. Naja. Alter, was denn jetzt? Naja, gut, reicht uns auch wieder. Oh je, es kommen düstere Zeiten, glaube ich, auf uns zu. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Was, wer ist eigentlich der Stumpen da in der Mitte? Oh ja. Neue Outfits. Neues Trikot, neue Schuhe. So, dann schauen wir mal weiter in die Social Media. Alle Augen sind auf Alex Hunter gerichtet, meine auch. Du musst einfach nur dranbleiben, Alex Hunter, das Talent hast du. Ich habe gehört, dass Alex Hunter angeblich zu einem anderen Club gehen soll. Wechselbad der Gefühle heute. Mein Team hat gewonnen, aber angeblich verliert West Ham einen Topmann. Bitte bleib, Alex Hunter. Ja, ich habe da leider keinen Einfluss drauf, wie gesagt. Jetzt spielen wir erstmal gegen Watford. Jo, wir sind sehr beliebt, merkt ihr es? Schnapp dir ein Leibchen, Junge. Ich sitze auf der Bank? Der Trainer meint, der ganze Transferkram lenkt dich einfach zu sehr ab. Und ich sehe das eigentlich auch so. Mich lenkt überhaupt nichts ab. Echt nicht. Weißt du, ich würde dich ja gerne halten. Ich
glaube, wir ruinieren hier gerade unsere ganze Karriere, obwohl wir nichts dafür können. Toll, jetzt sitzen wir auf der Bank. Geil. Geil. Wir müssen aber gewinnen, dann haben wir wenigstens alle Aufgaben geschafft. Hoffentlich spielen wir von Anfang an. Ja. Ja gut, was haben wir denn erwartet? Das Spiel kann losgehen. Alex Hunter sitzt heute nur auf der Bank. Na Wolf, ich kann den Trainer schon verstehen, nach den Gerüchten über einen möglichen Wechsel. Vielleicht die Chance. Was für ein Blitzstart. Ja, man hört das ja. Die Fans sind unzufrieden. Ich hab's befürchtet. Oh, der Ballverlust. Oh, gefährlich. Tor Nummer 2. Unglaubliche Lücken da hinten in der Abwehr. Ja, die laden sie ja ein. Pfeifkonzert der Fans. Hunter immer noch auf der Bank. Oh Mann, wenn ich jetzt gleich wieder in der 80. reinkommen muss. Die Reaktion des Trainers eindeutig. Das nächste Tor. Das ist schon wirklich bitter. Oh Mann. Okay, Hunter, es geht los. Jetzt kannst du sie überzeugen. Noch ist das mein Club. Die wollen einfach nicht, dass du gehst, Junge. Ja, ich glaube, das will eigentlich keiner, aber... So, die Fans haben ihre eigene Meinung zu Hunter. Und die sagen und zeigen sie ihm auch deutlich, da ist im Moment wenig Sympathie vorhanden. Alter, 3 Tore aufholen, das wird stramm. Beliebt wie eh und je, ne? Schön. Welche Minute haben wir denn? Andrew, are you? Oh, 55. Oh je, yeah, das hier wird eh nichts. Arnautovic. Komm, verabschieden wir uns wenigstens noch schön. Jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt der Pass. Uah. Ballverlust. Success. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Oh, wie schlicht. Fairer Einsatz hier. Oh, wie schlicht. Am Rabatt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Oh, wie schlicht. Am besten mache ich die PlayStation gerade wieder aus. Success. Jetzt könnte es gefährlich werden. Gut, Alter, das sollte gar kein Ball ankommen. Pedro Obiang. Oh Gott. Fängt diesen Ball ab. So schlecht kann gar kein Mensch spielen. Wir verlieren noch 6-0. Abwehr hat aufgepasst. Oh Mann, Mann. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Ole Bas. War aus. Wer nur nicht den Mann, der am nächsten steht, an. Stimmt. Alter, die Anwählerei ist manchmal zum Kotzen. Am Rabatt. Defensiv machen sie es gut.
Oh, Alter! Spiel doch bei den anderen da, wo ich hingepasst hab, Mensch. Wird das eine Torchance? Nee, wird's nicht. Andrew, wenn wir bei Real kommen, würden wir nie wieder spielen. Nie wieder. Wir werden auf der Bank verschimmeln. Oh, da. Und da verlieren sie den Ball. Am Rabatt. Schönes Zuspiel. Gott, wie lächerlich, guter Alter. Guter Steilpass. Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Wird Zeit, dass wir hier verkauft werden. Auf der Bank ist es wird ein Wechsel. Dann ist West Ham gleich wieder einen Schritt nach oben. Latte, aber der Ball ist noch. Er macht das Tor. Klar. Kopfball. Oh, wie klasse schlecht. Treffer. Gutes Timing. Den musste er erstmal so machen. Klasse Kopfball. Hat das super gemacht. Klasse Flugkopfball, kann man hier schön sehen. Sieht schon spektakulär aus. Umso besser, wenn der Ball dann auch noch reingeht. Andrew Ayew. Die Liverpool hat die Welt noch so schön ausgesehen und jetzt dann haben sie uns hier kam gut, mal schön rangeholt. Sarate. Das war ja klar, faul. Natürlich Freistoß geben. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch, von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Alexander jetzt. Guter Pass. Da müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Jawohl, immerhin den Ehrentreffer. Nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Hier sieht man schön, wie er nach diesem tödlichen Pass ganz frei auf den Torhüter zulaufen kann. Ein perfektes Zuspiel. Ja, hätte er uns besser mal von Anfang an spielen gelassen. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass wir nicht gespielt haben. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr guter Einsatz. Alex Hunter. Oh, Hunter. Hallo. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Snodgrass. Super dazwischen gegangen. 6 Minuten sind noch zu gehen. Wird's jetzt gefährlich? Oh, wie schlecht. Er geht und jetzt die Chance. Und da klingelt's im Kasten. Jetzt können sie die Überzahl hier nutzen. Und das machen sie gut. Ist ja auch nicht immer so. 5-1. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Gute Aktion jetzt. Oh, wenn wir so in Real kicken. Gute Nacht. Super Timing. Gute Nacht. Den Ball holt er sich. Gute Nacht England in dem Sinne. Oder dann Spanien. Success. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Weiter gefährlich hier. Creswell. Am besten wären wir gar nicht eingewechselt. So ein Alter, Lauf. Am besten läuft schon direkt weg vom Ball. Direkt. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Und das ist der Ballverlust. 1 Minute noch. Success. Schöne Aktion. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Gute Aktion. Jose Fonte. Alter, heute klappt echt gar nichts. Watson. Ich hasse so Spiele, wo du von Anfang an reinkommst. Ja, ohne große Mühe. Oh, warum passe ich überhaupt? Komm, schieß doch gleich ein Eigentor. Ja, mach's. Komm. Nee, der geht nicht rein. Klasse Chance, Alter, hätte ich die PlayStation besser ausgelassen. Versuch, es fehlt das Glück. Das war's für heute. Das stimmt, ist der Schluss. Lass nicht laufen. Nicht das Spiel, das sich alle erhofft hatten. Jo, das sich lächerlich. Alex Hunter erhofft hatte. Kein Tor und ich glaube, die Kritik an ihm wird jetzt nicht leiser werden. Man hat ihm schon so ein bisschen angemerkt, dass ihn das nicht kalt lässt. Weißt du, kein Gegentor Medien, in den ersten 3 Spielen. Das geht nicht spurlos an ihm vorbei. Sie verlieren das heutige Spiel. Was waren die Gründe aus deiner Sicht? Na, zum einen natürlich. Und jetzt die letzten 2 Spiele geht es nur auf den Bach runter.
Wir haben es vermasselt. Wir haben es einfach vermasselt. Alex, eine Niederlage heute und auch kein leichtes Spiel. Nach ihrem Transferwunsch haben die Fans eindeutig reagiert. Was ging ihnen durch den Kopf, als sie den Platz betraten? Oh, ich will jetzt... Oh, Persönlichkeit. Ich wollte die Wende einfach schaffen und den Fans zeigen, wie viel mir der Club bedeutet. Einzelne Buhrufe hin oder her, aber unsere Fans waren immer super. Ich wollte mich heute bei ihnen bedanken, doch leider hat es damit einfach nicht geklappt. War das ihr letztes Spiel für diesen Club? Müssen wir mal sehen, aber momentan sieht es so aus, ja. Ich hätte mich gern anders bei den Fans verabschiedet, aber so ist das im Fußball. Danke fürs Gespräch, Alex. Danke. Ei. Eins zu fünf, das darf man gar keinem verzählen. Naja. Wir werden dann in der nächsten Folge schauen, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und ja, falls ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, verfolgt es jetzt nicht mehr. Es kann nur noch schlechter werden. Da haben wir uns ja noch schlechter dran gestellt wie sonst. Alter, ich habe gar nicht gedacht, dass das noch geht. Wahnsinn. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt, erwartet von mir kein absolutes Können. Es ist wahrscheinlich witziger zuzuhören und zuzuschauen, wie dass ihr hier Spitzenfußball seht, aber ich gebe mir Mühe. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.